Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. Heute drehen wir für euch ein Follow Me Around im Stall und ich freue mich da schon total drauf, einmal mal wieder so zu zeigen, was ich so in meinem Stallalltag mache, weil ich ja jetzt ganz oft irgendwie weg war. Und ja, Gollum müssen wir jetzt erstmal holen, der steht nämlich noch auf der Weide und genießt da seine freie Zeit bis jetzt. Wie lange waren die jetzt draußen? Seit heute Morgen um 7:30 und da steht er auch schon. Gollum! Gollum! Hi! Hi! Oh Mann, ich wollte doch noch ein bisschen draußen spielen. Ach, jetzt werde ich schon reingeholt. Verdammt. Was macht ihr denn heute? Wir reiten heute Dressur. Och, nö. Ja, Dressur. Eigentlich nicht so Lust, aber es muss endlich mal wieder sein, ne Gollum? Warum springen wir denn nicht einfach? Sein Weidekumpel muss ich jetzt auch noch mitnehmen. Ha, wenigstens muss ich nicht alleine rein. Du kommst auch mit, haha. Oh, er hat sogar neue Glocken. Yes, neue Sneaker. Nice. Schön, oder? Mal nicht in Pink. Ja, Tom, wir sollten mal zusammen shoppen gehen. Er hat hier auch noch Essensreste. Ey, das habe ich mir für später aufbewahrt. Du Blödmann, was soll das Gekraul? Okay, kommt, Jungs. Was los, ist Gollum, lauf mal schneller. Oh, hetz mich nicht. Er will immer nicht so schnell irgendwie. Richtig. Jetzt hole ich erstmal meine Sachen. Putzkoffer, Stiefel und Helm. Und dann putze ich ihn jetzt erstmal. Hast du eigentlich neue Stiefel? Nein, das sind die von Clara. Ich vergesse jeden Tag eine Schere mitzubringen. Jetzt ist die Mähne irgendwie so schräg. Ich habe hier nämlich angefangen mit so einer stumpfen Schere. Was? Und habe dann nicht weitergemacht und jetzt ist hier die Mähne. Nicht dein Ernst, Hella. Das werde ich noch irgendwann ändern. Das hoffe ich auch. Oh ja, oh, das tut gut, Hella. Das ist schön. Das, oh, ja, oh, weiter. Oh Gott, das kitzelt. Oh, Hella. Wie kann man so dreckig sein? Was macht er da eigentlich? Er wälzt sich, glaube ich, 10 Mal oder so. 20 Mal. Und du musst das dann immer sauber machen. Ja. Wer denn sonst, Tom? Er hat richtige Storchbeine, ey. Wie bitte? Wieso? Ja, du sagst immer, meine Beine sind Zahnstocher, aber guck dir mal seine. Lasst mich doch in Ruhe. Oh nein. Du hast keine Zahnstocherbeine. Nee, Storchbeine. Was für Storch? Ich bin immer noch ein Pferd. Und vor allen Dingen hat er jetzt sogar Schuhe an. Sonst ist er ja immer barfuß rumgelaufen. Ich kenne wirklich keinen, der sein Pferd so lange putzt. Wie lange willst du ihn noch putzen? Das ist jetzt schon gefühlt eine Viertelstunde. Man muss ihn immer sehr liebevoll putzen, weil sonst mag er das nicht. Ne, Gollum? Ganz genau. Ja, dann soll er sich selber putzen, wenn er das nicht mag. Ja. Selber putzen? Wie soll das denn gehen? Bitte ganz sanft, Hella. Vorsichtig. Bisschen sanfter. Sanfter! Nein. Oh. Er hat einen richtigen Mittelscheitel. Steht mir das etwa? Ich habe ihm heute so eine schöne Schublade mitgebracht. Hoffentlich nicht pink. In pink passend zum Oberteil. Bitte nicht. Oh nein, es ist wirklich pink. Verdammt. Och nein. Nicht so stramm, Hella. Pink und blau stehen ihm auch einfach am besten. Blau ja, pink nicht. Was isst du da? Eine Möhre. Ich will auch. Nee, du kriegst nicht. Nur Gollum. Haha, Tom, ich bin die Nummer 1. Und du bringst mir nichts zu essen mit. Nein, Spaß, ich habe hier noch ein Stück für dich übrig gelassen. Hä? Ein Mini-Stück. Das reicht, Gollum. Oh Mann, ich will noch mehr. Dann schlecke ich halt die Wand ab. Schmeckt gar nicht so schlecht. Wir holen jetzt die Ponys hier von dem Paddock auf ihr Paddock. Hallo! Hallo, Hella! Was machen wir denn heute wieder Tolles? Boah, endlich kann ich jetzt Gras essen. Dieser blöde Stromzaun versperrt mir ja den ganzen Weg. Hoffentlich merkt sie es nicht. Sozusagen drauf und deshalb stellen wir die nochmal auf das Kleine jetzt wieder. Hä? Ich dachte, wir machen jetzt was. Oh Mann. Gott sei Dank habe ich nicht so einen langen Schweif. Hast du es gleich mal? Wo willst du denn Dressur reiten? Drin oder draußen? Mir ist es egal. Bitte draußen. Ich will endlich los. Dann schlafe ich gleich ein. Scheiße, ich bin jetzt richtig im Eimer. Er ist, glaube ich, müde. Du blitzt mir. Ja, ich glaube, er will halt heute nicht Dressur reiten. Aber naja, was muss, das muss, ne? Heute Gollum? Muss gar nichts. Ich würde lieber auf der Weide stehen. So. Jetzt gibt's ein Leckerli. Let's go. Wo ist mein Leckerli? Er dachte, er kriegt ein Leckerli, der Arme. Oh, nein. Hä? Heute kriegst du keins. Oh Mann. Komm. Er hat sich einfach so einen ganzen Stock mitgenommen. Gott, und was ist schon wieder dein Auftrag? Gib her. Boah, Tom, nimm mir doch nicht immer alles weg. Ich dachte, ich kommentiere euch meinen Ritt jetzt einfach mal. Irgendwie war Gollum an dem Tag eh so ein bisschen trist drauf. Ich weiß weil nicht. Ich lieber auf der Weide stehen würde.
Ich weiß halt auch nicht, wieso, aber ich habe ihn hier jetzt erstmal so ein bisschen vorwärts-abwärts traben lassen und das hat er dann eigentlich ganz gut gemacht und haben wir viele Handwechsel gemacht, damit er schön locker wird, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, hatte er nicht so viel Lust da drauf, aber deshalb habe ich ihn jetzt erstmal hier so am langen Zügel galoppieren lassen. Ja, das ging ja auch klar, aber... Hier habe ich ihn dann schon ein bisschen mehr aufgenommen und hier hat er dann die Galoppwechsel auch echt gut gemacht. Aber er weiß, glaube ich, auch, dass wenn er die Lektion gut macht, dass ich ihn dann erstmal wieder rauskauen lasse. Das ist auch das Beste am ganzen Training. Und hier hat er das dann auch wieder richtig gut gemacht. Die Galoppwechsel sitzen einfach schon richtig schön. Ich hab's halt einfach richtig drauf. Wir können es jetzt auch lassen mit der Dressur. Wir haben dann aber gar nicht mehr so viel gemacht. Es war auch total warm und dann haben wir die Einheit auch schon beendet. Zum Glück sind wir fertig. Das war anstrengend. Mir ist richtig warm geworden heute. Mir läuft auch der Schnodder aus der Nase. Du musst mal die Nase putzen, Colin. Du hast leicht reden. Du hältst auch nur den ganzen Tag deine Kamera. Oh, geile Erfrischung. Das tut gut. Ja, es geht aufs Paddock. Endlich kann ich mich wälzen. Nice. Tom, was filmst du mich denn noch? Jetzt ist Valentino dran. Valentino! Er kommt wenigstens, er freut sich, glaube ich, voll. Endlich Hallo, kommt sie wieder. Hoffentlich veräppelt sie mich nicht wieder. Oh. Aber hast du Leckerlis für mich dabei? Sag bitte, dass du Leckerlis dabei hast. Oh nein, sie hat hier doch keine dabei. Nein, und immer dieses so. Geknuddel so. Und Geknutschel, das ist ja furchtbar. Was machen wir heute überhaupt mit ihm? Kutsche fahren? Ja, Kutsche fahren. Er ist gestern so viel Kutsche gefahren. Oh. Ich hab halt Hunger. Er ist gestern mit der Kutsche 10 Kilometer unterwegs gewesen mit einer Freundin und mir. Und deshalb muss er heute nicht so viel machen, aber wir machen ein bisschen Bodenarbeit, ne? Specki? Specki? Das ist mein Wintervorrat. Jetzt komm! Kann ich nicht noch ein bisschen Gras Mops. Fressen? Na gut, dann nicht. Aber wenigstens machen wir jetzt was. Der Sand sitzt halt so tief drin, den kriegt man halt gar nicht mehr raus. Oh, das tut gut. Ich liebe es einfach, wenn du mich putzt. Okay, dann lass mal in die Halle gehen. Warum bist du so langsam? Ich und langsam, das ist ja voll unfair. Du hast nur viel längere Beine als ich. Dann laufe ich ja lieber gar nicht mehr. Da geht's. Da war eine rote Ampel, hast du sie nicht gesehen? Hella, hast Nein. du die Ampel gar nicht gesehen? Guck schon Nein. wieder. Mensch, Hella, bist du blind oder so? Hast du die Ampel schon wieder nicht gesehen? Wir lassen Valentino heute frei. Ich suche mir jetzt erstmal ein schönes Plätzchen Nein. zum Wälzen. Hier ist perfekt. Das tat gut. Was ist eigentlich so schön am Wälzen? Ich verstehe es nicht. Was so schön daran ist, einfach alles. Wohin, Valentino? Irgendwie juckt mein ganzer Körper. Ich gehe mich jetzt erstmal kratzen. Mops, was machst du da? Ja, kratzen. Was denn sonst? Ja, mein Popo juckt halt. Jetzt muss er erstmal wieder sitzen. Kann er scheuern. Ich glaub's nicht. Komm. Ich dachte, wir machen hier Freiarbeit. Komm. Und ich dachte, dass ich dann frei entscheiden darf. Hopp. Gut. Sie hatte doch Leckerlis dabei. Ja, gut. Ach, für Essen macht er alles, oder was? Ja, na klar, Tom. Wuhu, das macht Spaß. Okay. Zurück. Hopp. Ja, sehr gut. Ich bin halt der King. Galopp! Wuhu! Ich finde, das reicht mit dem Training für heute. Gut. Er sieht echt aus, als würde er quatschen. Hä? Ich rede doch die ganze Zeit mit euch. Versteht ihr mich denn etwa nicht? Ja. Jetzt kommt mein Lieblingstrick hinlegen. Und flach. Ich kann einfach entspannen und werde trotzdem belohnt dafür. Besser geht's doch einfach nicht. Jetzt ein bisschen weiter oben, bitte. Schön das ist so angenehm. Oh, er ist so niedlich. Was für niedlich. Ich bin richtig cool. So ein Braver. Dann sag bloß nie wieder, dass ich mich nicht benehmen kann. Valentino. Sitz. Der Trick ist schon etwas komisch. Das machen doch normalerweise nur Hunde, aber wenigstens bekomme ich Leckerlis. Fein. Und komm auf. Und galopp. Und galopp. Galopp. Es ist nicht galoppieren. Jetzt zeige ich dir mal, was richtig galoppieren ist. Wuhu. Wuhu. Wie
Ich muss jetzt meine ganze Energie loswerden. Was machst du denn? Nee, ich bleib hier einfach liegen. Ich bin irgendwie so hört müde. Er nicht so ganz. Oh. Ich glaube, er spielt gerne ein totes Pferd. Komm. Jetzt meine ganze Energie alle. Sitz. Ich bin kein Hund. Und auf. Und auf. Immer wieder was anderes. Dann sitze ich gerade mal und dann soll ich direkt wieder aufstehen. Das geht doch so nicht. Toll. Hast du was zu essen? Hast du Leckerlis, Hella? Oh mein Gott, sie hat Leckerlis! Oh, sie hat diesmal wirklich welche. Du willst mich sicherlich dann nur wieder veräppeln. Du hast doch gar nichts in deiner Hand. Ich komme trotzdem mit. Tom rennt jetzt auch noch mal eine Runde mit ihm. Jetzt kommt die richtige Sporteinheit. Wir gehen jetzt eine Runde joggen. Oder er sagt sprinten. Du hast doch gar keine Chance mitzuhalten. Ich überhole dich, Tom! Wie war's? Gut, kannst du noch? Ich kann nicht mehr. Na klar kann ich noch. Alter Schwede. Aber er ist irgendwie ein bisschen langsamer geworden. Also er war schon mal schneller. Langsamer? Ich war viel schneller als du. Oder ich bin einfach schneller geworden. Das sicherlich nicht. Das kann natürlich auch gut sein. So, ich glaube, das reicht für heute. Es geht wieder zurück zu Mons und Paul. Ey Leute, ich bin wieder zurück. Wollen wir wieder Wettkarottenessen machen? Hey, tschüss Valentino. Tschüss Tom, tschüss Hella. Viel Spaß mit deinen Freunden. Den werde ich haben. Tschüss. Was gibt's denn heute Leckeres? Es gibt heute Mash mit Heukorps, dazu Kurkuma und Gerstengras. Ohne Scheiß? Ja, kein Spaß. Oh mein Gott, das ist ein ganzes Menü. Ja. So viel kochst du zu Hause nicht mal. Hier ist es auch schon. Ich muss noch einmal umrühren. Zu Hause gibt es immer Nudeln mit Tomatensauce und hier gibt es so ein richtiges Rezept. Er wartet schon ganz sehnsüchtig. Naja, auf dich nicht. Los geht's. Wohin denn jetzt schon wieder? Steht da etwa mein Essen? Oh, cool. Ja, endlich Essen. Hä? Hast du da etwa Heukorps untergemischt? Ich muss sagen, er ist noch ganz schön skeptisch, kann das sein? Ja, er mag die Heukorps nicht so gerne, aber ich habe das ja ein bisschen mit Mash vermischt. Also isst er das eigentlich. Eigentlich gebe ich ihm das auch einfach in seinem Trog und dann isst er das so nach und nach, teilt sich das ein bisschen auf. Joa, der Hunger treibt's halt rein. Wie kann das sein? Ich habe solche guten Kochkünste. Das kann man nur mögen. Naja. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr solche Videos sehen wollt. Möchtest du auch noch ein Schlusswort sagen, Gollum? Ja, und zwar will ich einfach nur aufs Paddock. Mir reicht's jetzt. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin tschüssi und gesund bleiben. Tschüss. Tschüss. Willst du auch noch jemanden grüßen? Nein, du Vogel. Lass mich einfach in Ruhe.